Vermummte überfallen Roma-Lager mit Messern und Baseballschlägern, ein Toter. Bei einem Überfall auf ein Roma-Lager in der Westukraine sind ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Vermummte griffen das Lager nahe der Stadt Lviv mit Baseballschlägern und Messern an, wie die Regionalpolizei am Sonntag mitteilte. Sieben mutmaßliche Beteiligte seien festgenommen worden. Eine Frau, ein Mann und ein 10-jähriger Junge seien mit Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. In der Ex-Sowjetrepublik Ukraine hat es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe auf die Minderheit der Roma gegeben, mutmaßlich von Rechtsextremisten. Menschenrechtler bemängeln, dass die Sicherheitsbehörden nicht energisch gegen die Täter vorgehen.